Ja, hallo, Herbert Bickler hier von Ich war Sport. Viele, viele Fragen sind immer auf mich zugekommen wegen der Ernährung. Wie ernährst du dich? Wie machst du das? Und heute will ich eigentlich einmal sagen, desto weiter wir uns von der Natur entfernen, desto näher sind wir der Krankheit. Und heute bin ich zu Gast im Krautgartl. Vizebürgermeister ist da, Egon ist hier und er wird uns ein bisschen was erklären über seinen Laden hier. Lieber Egon, was bedeutet für dich Nachhaltigkeit? Ja, sehr einfach. Dass die Produzenten kleine Produzenten sind, kleine Bauernhöfe sind, kleine Unternehmer sind, dass der Kunde, der Verkäufer, wie auch der Produzent aus der Region kommt. Kann man die Region wirtschaftlich durch einen Einkauf im Krautgartl unterstützen? Selbstverständlich. Sie müssen sich vorstellen, der Kunde, der da reinkommt und aus der Region hat diesen Euro eingeschoben oder die 3 Euro bezahlt er bei uns. Von diesen 3 Euro gebe ich dann 2 Euro dann weiter an den Produzenten. Der nimmt seine 2 Euro, 1 Euro, investiert er wieder. Somit kriegen wir von diesen 3 Euro bleibt alles hier in der Region. Das geht's. Was zeichnet für dich hohe Qualität aus? Wenn ich hernehme ein Produkt, wo ich alles lesen kann, was drinnen ist, keine Abkürzungen, gar nichts. Und wo, wenn es ein Problem gibt, wirklich hier beim Krautgartl kann man das sagen. Und wir rufen die Erzeuger sofort an, der kriegt direktes Feedback. Das müssen sie einmal in einem großen Lebensmittel-Einkaufshaus probieren. Reklamieren sie so etwas, das bis zum Endfall, also bis zum Prozenten zurückgeht. Welche Produkte führst du in deinen Laden? Eigentlich alles. Vom Käse, Wurst, Schnaps, Bier, Gemüse. Also wir haben wirklich ein umfangreiches Sortiment, das zu 100% aus Österreich. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für euer Kommen. Wiedersehen. Jetzt sind wir schon bei der Familie Hornbacher und wir schauen uns jetzt die Produkte an, was im Krautgartl, wo wir vorher waren, vermarktet werden. Ist gesunde Ernährung wirklich teuer? Unser eigener Körper ist mit Abstand unser wichtigstes Gut. Ja, da sieht man die reine Natur. Meine Großeltern würden eine Vielzahl der heutigen Nahrungsmittel im Supermarkt nicht mehr erkennen. Weg von den Fertigprodukten. Transfette sowie Industriezucker sind für eine Flut an modernen Zivilisationskrankheiten verantwortlich. Ein wunderschönes Erlebnis heute bei unserem Drehtag. 2 Stunden altes Baby, einfach. Die Dosis macht das Gift. Ich halte nichts von extremen Ernährungsformen oder von Diäten, welche niemand durchhalten kann. Nutztieren sollte ein Leben in Würde ermöglicht werden, dabei ist eine artgerechte Haltung von höchster Bedeutung. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Durch eine größere Bewegungsfreiheit und das Laufen im Gras werden Klauen sowie Gelenke geschont. Infektionen können dadurch gesenkt werden. Weidetiere profitieren von einer erhöhten Vitaminversorgung. Dies wirkt sich positiv auf deren Gesundheit aus. Naturprodukte haben ihren Preis, aber dafür auch ihren Wert. Würde mich sehr freuen, wenn ich einmal euch bei unseren Vorträgen begrüßen darf. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke, liebe Monika, für das tolle Essen. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren würden. Danke, auf Wiedersehen.